1,78 groß, gewogen mit 81,4 Kilogramm. Er trainiert für das Lauf-On-Fiddler und der Fight Club hier in Magdeburg. Und er wird heute Abend betreut von Danny Knoch und Daria Albers. Sein Kampfrekord: 33 Kämpfe, 31 Siege, 17 deutsche Knockout. Er ist deutscher Meister der IKBU und Europameister der BFCA. Aus Magdeburg, Sascha! Hinweis für die Zuschauer: in diesem Kampf gibt es keine Knockdown-Regeln. Normal bei Profis dreimal in einer Runde, viermal im Kampf. Das ist hier nicht der Fall. Wir sagen ringfrei zur ersten Runde. Round 1. Hallo! Oh, hey! 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 O
Captain's out, Betreuer wieder aus dem Ring. Ringfrei zur zweiten Runde, Round 2. Gesessen.
Es laufen die letzten Sekunden! Ende der dritten Runde! So, Wort und Ortschaftsverkündung finde ich, dass beide Kämpfer wirklich für diese packenden drei Runden einen wirklich großen Applaus verdient haben. Wir haben ein einstimmiges Punktergebnis. Punktrichter 1 wertete 30 zu 27, 30-27. Punktrichter 2 wertete ebenfalls 30 zu 27, 30-27. Und Punktrichter Nummer 3 wertete 30 zu 28, 30-28 für den neuen Weltmeister der WKF aus der blauen Ecke.